Möchte ich euch noch das Digital Multimeter vorstellen von Venlab. Das ist ein ganz normales Elektro-Messgerät. Kommt so geliefert mit Batterien fürs Elektroteil, Messkabeln, einer Anleitung und zwei Ersatzsicherungen. So kommt es geliefert. Oben, unten, Display ist noch zugeklebt am Anfang mit einer Schutzfolie, wie immer. Schönes handliches Gerät. Hier, wenn es geliefert kommt, dann ist am Anfang natürlich noch keine Batterie drin. Das heißt, egal was man anschaltet, das Display geht noch nicht. Deswegen machen wir erstmal hinter die Batterie rein. Da brauchen wir hier einen kleinen Schraubenzieher. Dann haben wir dieses Gerät. Jetzt müsste auch die Anzeige gehen, sieht man jetzt. Wie bei allen Geräten ist es so, haben wir hier den Strommessbereich, wo man dann über diese zwei Buchsen was messen kann. Dann haben wir den COM und VC, das heißt von dem und dem geht die Spannungsmessbereich hier rüber. Und hier ist der Ausschalter. Bitte immer ausschalten, wenn man es nicht verwendet, sonst geht die Batterie leer. Dann haben wir hier unsere zwei Elektroden oder Messelektroden anschließen. Für Spannungsmessung V und COM ist für Spannungsmessung mit den zwei Elektroden. Jetzt kann man ideal irgendwelche Spannungen messen. Hier diese kleine Spitze abziehe, die Messspitzen. Und jetzt können wir ganz normal messen. Von hier können wir hier zum Beispiel Batterie messen. Schalten wir hier ein auf Volt. Da sehen wir gleich diese Anzeige. Sehen wir die Anzeige von der Batterie. Hier noch eine kleine Batterie mit 1,5 Volt. In DC gemessen, automatisch, ja. Dann haben wir hier natürlich auch für ein Messgerät, wenn man auf eine von einem DC-Ding rauskommt, von einem Gleichspannungsgerät. Sagt er hier 12 Volt, ideal. Hier zum Umschalten vom Wechsel- und Gleichstrom ist es so, wenn man hier umschaltet, hier ist die DC-AC-Umschaltung, jetzt bin ich auf AC, das heißt, wenn ich die habe, und dann haben wir jetzt hier, zeigt er an, da die 226 Volt oder 230 Volt bei der Anzeige. Gleichspannung, Wechselspannung von der, vom Ding her. Was haben wir hier? Hier haben wir, das sind hier diese 50 Hertz als Frequenz, Hertz. Dann haben wir hier Prozent, ist die Abweichung. Für die Strommessung geht man natürlich hier auf, wenn man hier auf die Ampere geht, bei Strommessung immer von rechts, von oben nach unten im Teil, gehen wir hier rein und stecken natürlich auf die neue Ding rüber. Und jetzt geht der Strom durch das Gerät durch. Das heißt, der zeigt mir, wie viel Ampere der noch kann. Da kann natürlich auch die Sicherung durchgehen. Der macht jetzt 5 Ampere. Das sind 5 Ampere, macht diese Batterie kurz. Falls sie mal durchgeht, hier sind die Ersatzsicherungen, weil da ist es üblich so, dass die Sicherungen sonst kaputt gehen, wenn zu viel drauf ist. Dann machen wir noch eine kleine Temperaturmessung mit einem PT100. Alles klar, PT100, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das heißt, man geht. Auf jeden Fall ist hier vorne die kleine Messelektrode dran. Wir stecken schwarz rein.
Wir gehen hier auf die Temperaturmessung. Dann haben wir hier unseren Ding und jetzt haben wir hier 22 Grad Raumtemperatur. Das heißt, wenn ich die jetzt in die Hand nehme, dann müsste die Temperatur ansteigen auf meine Temperatur. 37 Grad. Ja, so halt wie Hände warm sind. Das geht dann, also das hier, dieser kleine Stift hier vorne dran, das ist der Messwiderstand. Und zusätzlich gibt es hier noch, wie üblich, die Prüfung als Durchgangsprüfer. Das heißt, man steckt hier ein, das Kabel nehme, einstecke hier und hier. Dann, wenn man hier Messer tut, dann zeigt er das an, zeigt er das hier der Widerstand an und da ist es so, müsste eigentlich, dann funktioniert es als Pieper, wenn man es hier in der Form hat. Diode vom Durchgangsmesser. Da hier kann man Diode anmessen. Das heißt, man muss links und rechts auf eine Diode halten und dann sieht man, ob die Diode durchgeht. Da, also als Durchgangsmessung. Also entweder Ohm-Durchgang, Piepser oder Diodendurchgangsfunktion, in welche Richtung es geht, plus minus natürlich. Ne? Gibt es noch eine kleine Anleitung für Anfänger ist dabei. Das heißt mal die AC, also Wechselstrommessung, Gleichstrommessung von den Tasten. Dann haben wir Widerstandsmessung. Kann man euch, oh, das ist auch cool. Kann ich euch den Widerstand? Ja, gut, das kann ich noch zeigen. Die Widerstände habe ich jetzt leider keinen kleinen Messwiderstand, aber der Messwiderstand wird hier angezeigt. Doch, ich hole schnell einen. Immer ein kleiner Messwiderstand hier angezeigt. Das heißt, wenn man hier einschaltet und dann da auf die Warum der Messwiderstand? Lass mal da oben drinnen. Gucken wir mal. Der schaltet jetzt oben den Bereich durch. Hier oben in der Anzeige sieht man den Widerstand. Kilo Ohm, Ohm und jetzt sagt er 147 Ohm. Sehr praktisch. Wenn eine Batterie drin ist, dann hat man auch diese Lichtfunktion aufs Display angeht. Das Messgerät nicht mehr braucht, dann schaltet man natürlich komplett aus, weil sonst entlädt sich die Batterie. Und vom Gerät darauf achtet, ist die große Version, das ist das Winlab VM600A.